Hallo, liebe Modellbahnfreunde. Ja, ich bin's, der Harry. Harry ist wieder zurück. So, was ist alles passiert? Ich sag mal, wisst ihr ja, wir sind umgezogen. Und der Umzug ist jetzt nach 3 Monaten, ja, ich sag mal, grundsätzlich so abgeschlossen. Es sind natürlich noch viele, viele Sachen zu machen, kennt jeder. Ob das noch hier was ist und da eine Kleinigkeit und so weiter und so fort. Aber wir haben es geschafft. Wir sind im neuen Domizil. Und was haben wir dann jetzt hier mit der Bahn? Das ist ja das Allerwichtigste. Also, das hier ist die Wiederauferstehung von Harstadt. Das ist mal das erste Video, wo ich dann ein bisschen was erklären werde. So, und zwar ist es so, ich habe ja geschrieben als Antworten auf die letzten Videos von dem Abriss. Ich werde die Bahn im Kinderzimmer aufbauen, die wird was kleiner werden und so weiter und so fort. Das hat sich alles komplett geändert. Und zwar, wir haben uns dazu entschieden, dieses sogenannte Kindergästezimmer bleibt auch das, was es ist. Und ich bin wieder in den Keller gegangen. So, der Keller hat ungefähr die Maße, ich sag mal so von 3,80 Meter bis knapp 4 Meter, ja auch so 4,80 Meter. Das ist natürlich erheblich größer und dementsprechend kann ich hier viel mehr agieren und bauen. Habe natürlich, ich sag mal, parallel bei diesen ganzen Umzugstätigkeiten natürlich schon angefangen. Es war ja auch die logistische Meisterleistung. Ich sag mal, alles, was wir in dem Haus hatten, siehe zum Beispiel auch Werkzeug und hast du nicht gesehen, das alles hier unten in diesen Raum, der natürlich auch kleiner ist wie die alte Anlage, aber das alles in diesen Raum zu integrieren. Und da habe ich mir mit, ich sag mal, irgendwelchen Regalsystemen und so weiter, was ich euch aber gleich zeige, ein bisschen was einfallen lassen. Die ersten Gleise liegen schon und ich versuche mal irgendwie wiederzugeben, ja, wie das hier mal aussehen soll. Ja, das einfach mal dazu. Ich will hoffen, ja, meine Abstinenz hier war nicht irgendwie zu lange. Ja, 2 Monate ist es her vom letzten Video. Das war ja das, sag ich mal, was ich noch außen gemacht habe. Und ansonsten in diesem Video hier, weil ich habe natürlich jetzt nicht jeden Arbeitsschritt filmen können, weil da war ja keine Zeit für. Aber Fotos habe ich viele immer gemacht, ja, überhaupt von dem ganzen Umzug. So, und dementsprechend werde ich dann so Fotos dazwischen setzen und die dann nochmal so ein bisschen dokumentieren. Ja, dann zeige ich euch einfach mal, was hier unten in dem Keller, der sieht noch sehr chaotisch aus, ja, aber das wird sich dann auch mit der Zeit legen, aber was hier unten geplant ist und wie Harstadt dann wieder aussehen wird. So, dann schauen wir mal. So, hier steht Harstadt Reloaded. Standfüße ohne Ende. Erstmal Platten. Und dann werden wir mal die Konstruktion beginnen, was aber auch einen anderen Hintergrund hat. Da kommt ja erstmal, ich sag mal, Fächer für Werkzeug rein und so weiter und so fort. Dann ist so eine kleine logistische Aufgabe, ich sag mal, wieder wie da drüben. Den Keller mit Werkzeug und Eisenbahn und so weiter verbinden. Gut, wir werden mal sehen, was das gibt. Und mittlerweile ist das alte Harstadt im Garten gelandet und hier sehen wir jetzt Harstadts letzte Reise. Tja, da steht's nun und wird abgeholt. Der eigentliche Kellerraum von Harstadt, jetzt mal in kompletter Leere. Und als nächstes, ich sag mal dann zur Übergabe, alles komplett leer und neu gestrichen.
Ja, so ein verdammt großer Raum gewesen. So, parallel dazu, wie gesagt, es war Schlüsselübergabe und sofort wurde der neue Keller gestrichen. Dann wurde Holz besorgt und das Regalsystem wurde ja angefangen zu bauen. Die Oberseite, die ihr da seht, das ist jetzt erstmal die Schattenbahnhof-Ebene. Hier ist das fertige Regalsystem zu sehen mit dem Oberbau des Schattenbahnhofs. Unten die ganzen Fächer sind, ich sag mal, dann für die ganzen Kartons und so weiter. Hier tritt das Rollmaterial von Harstadt seine Reise an zur Überführung in das neue Domizil. Von den Fahrten haben wir wirklich einige gemacht. Ja, ich sag mal, waren ja nicht wenig Kartons. Parallel im neuen Keller, ich sag mal, wir haben da ja einen Schrank aufgebaut. Da musste erst vorher dahinter noch dieses gebaut werden, weil ich eine Umfahrung komplett mache. Hier sind die Gleise verlegt und dieses Stück hängt erstmal nur ganz alleine für sich da rum. Das ist aber schon die Ebene für den Bahnhof. Grundsätzlich ist es so, der Kellerraum hier, ich sag mal, der wird durchlaufen von zwei Heizungsrohren. Das kann man mal eben so sehen. Und dementsprechend, hier unten ist es, sage ich mal, immer wirklich wunderbar warm. Natürlich sind die isoliert, aber irgendwie scheint das doch etwas Wärme abzugeben oder wie auch immer. Auch diese Kellerdecken hier sind isoliert. Und dementsprechend, also es ist wunderbar hier unten, ich sag mal letztendlich wärmer als wie es im Haus gewesen ist. Denn drüben der Keller im Haus, der war ja nicht beheizt. Na, da muss ich immer mit dem Heizstrahler arbeiten, also perfekt. So, Harstadt, wie wird Harstadt diesmal aussehen? Es wird tatsächlich, ich sag mal, einen richtigen Schattenbahnhof geben, den ich ja da drüben nicht hatte. Wenn auch nicht groß, aber es soll reichen, ich sag mal, für so ein paar Güterzüge und sowas, ne, die drüben in diesen Bergen versteckt waren. Dann fahren wir hoch auf die nächste Ebene, das heißt, da kommt dann der Bahnhof wieder hin und so weiter und so fort. Und dann wird es aber einen Wendel nochmal komplett nach oben gehen. Und zwar mit dann so einer sogenannten Multideckanlage. Das heißt, die, also Schattenbahnhof-Ebene 1 oder 0, dann der Bahnhof. Und dann die letzte Etage oben, die wird dann so über Regale gehen. Aber das zeige ich euch jetzt alles. So, ich habe also schon angefangen. Oder machen wir mal eben einen Rundblick. Na, so sieht das jetzt hier aus in dem Keller. So, wir haben selbst in diesem Keller noch einen Kleiderschrank integriert für Wintersachen. Da hinten kommt auch wieder ein Stückchen Bahn raus. So, und so sieht das erstmal aus. So, hier nochmal ein paar Bilder und zwar kurz die Kehrung im Schattenbahnhof. Da nochmal zur anderen Seite rüber, da war die Brücke noch. Jetzt wurde die Ecke erweitert, man sieht es, so dass ich den Halbkreis dahin bekommen habe. Das Ganze wird natürlich wieder unterlegt mit dieser Trittschallfolie. Weil hier ein Außenbereich auch zu sehen sein wird, wurde das dann auch schwarz gestrichen. Die große Brücke von Harstadt, die ist gekürzt worden. Deswegen liegt die jetzt erstmal nur so hier. Und die soll dann auch wieder, ich sag mal, so ein Übergangsstück werden. Zeige ich euch aber auch gleich. Grundsätzlich, wenn man sehen kann, hier hinten ist ja eine Schleife, die hier rumgeht und da hinten rum. So, das ist also, sage ich mal, der Wendepunkt im Schattenbahnhof. Der Schattenbahnhof als solches hier unten rum. Drei Gleise beinhaltet der und das andere sind, sage ich mal, die Durchfahrtsgleise. So, hier vorne, wo ich jetzt hinzeige, ist mit dem Schattenbahnhof Ende.
Da wird es dann hochgehen. Und zwar so, wie ich jetzt hier zeige. Hier ist ja jetzt auch wieder ein Brett drunter. Der Schattenbahnhof wird hier hochgehen. Und dann geht es hier nach oben. Hier kommt wieder so eine Einhängebrücke rein. Und dann geht es hier weiter rum hoch. Da in diese Richtung fahren wir dann mehr oder weniger in den Bahnhof ein. Komplett da hinten über die gesamte Breite kommt der Bahnhof hin. Dann geht es wieder weiter rum. Dann wird hier ein Wendel hinkommen. Und dann wird unterhalb dieses Fensters, im Grunde da, wo jetzt das untere Regal ist, wird dann in 40 cm Breite weitergefahren. Hier wieder eine Schleife, so nach dem Prinzip wie hier unten. Dann fahren wir wieder zurück. Mit dem Wendel wieder nach unten, fahren dann andersrum in den Bahnhof oben ein. Kommen dann vom Bahnhof zweigleisig hier runter. Hier geht es dann runter, hier rüber, hier rüber und in den Schattenbahnhof hinein. Von Schattenbahnhof bis, sage ich mal, der nächsten Ebene werden 13 cm werden. Da habe ich ein bisschen Bewegungsfreiheit. Und von dieser Ebene 0 mit dem Bahnhof über das Wendel ein höher wird zu so 35 bis 40 cm werden. Ja, wie gesagt, wie ihr seht, die ersten Gleise des Schattenbahnhofs liegen. Das ist im Grunde dieses Grundprinzip. Die ganzen Lokomotiven und Waggons, da kann ich aber, sag ich mal, jetzt hier dann danach noch Bilder einsetzen, wie das entstanden ist. Und zwar das Ganze ist hier auf einem, sag ich mal, sogenannten Regalsystem gebaut worden. Und wie ihr seht, das sind ja die Kartons, die damals drüben standen, wo ich mich immer bedient habe, der Waggons und Lokomotiven. Ne, da unten ist dann auch alles voll. Hier unten drunter und so weiter. Ne, das hat also alles hier unten in diese Regalsysteme reingepasst. Ne, aber wie gesagt, kann man ja anhand der Fotos auch sehen. Ja, das ist eigentlich das, was jetzt hier alles passiert ist. Aber wie gesagt, man kennt das selber bei einem Umzug. Noch Arbeit genug, jetzt von der Bahn mal abgesehen. Aber was sonst noch alles dann irgendwo, was weiß ich, Bilder anzubringen sind und. Na, ich sag mal, zum Beispiel eine neue Küche bekommen wir auch. Die kommt sowieso erst im November oder Dezember. Also, es ist noch so einiges. Ja. Und wie gesagt, auf der anderen Seite hier die ersten Gleise verlegt. Ja, da hinten, wie gesagt, geht es dann hoch. Das Ganze soll allerhöchstens eine Steigung von 2 bis 2,5 haben, egal wo ich hier irgendwas hoch oder runter fahre. Dann wird es noch so sein, es gibt auf der nächsten Ebene, also die Bahnhofsebene, dann ein Gleis, was komplett herumfahren wird, so wie ich zeige. Da hinten in der Ecke, komplett rum. Hinter den Schrank. Und zwar, das ist dann dieses hier. Ja, somit habe ich die Möglichkeit, einmal komplett um den Keller drumherum zu fahren oder die Aktion mit dem Wendel nach oben zu machen. So, und von hier nach hier rüber
wird es dann diese Brücke geben wieder, die dann bei Bedarf immer ein- oder ausgehängt wird. So, das heißt, von hier drüben kommen wir dann da oben auch, jetzt auf der rechten Seite, in den Bahnhof eingefahren. Ja, ich will hoffen, das war alles erstmal ein bisschen verständlich. So, parallel dazu, ich sag mal, brauchte ich ja jetzt für diese Aktion hier nochmal Weichendecoder und so weiter. Ja, das ist, sage ich mal, hier zum Beispiel einer. Ja, und was eventuell, ich sag mal, irgendwo Erneuerungen von Loks oder Wagen ist, das kommt dann später mal. So, ich will hoffen, dass ich euch jetzt in dem ersten Video das ein bisschen rüberbringen konnte. Ja, wie es uns hier geht, wie es weitergeht mit der Bahn. Ja, auf der anderen Seite, also das ist die Wiederauferstehung von Harstadt. So, ich will hoffen, das war, wie gesagt, ein bisschen interessant, ein bisschen übersichtlich. Und dann sage ich mal bis zum nächsten Video. Euer Harry. Hier stehen schon wieder weitere Bretter, die dann verbaut werden. Also Holz ohne Ende ist hier schon verbaut worden.